Die Sunny aus GZSZ ist wieder da, jetzt mit ihrer eigenen Mystery-Serie. Fufis hier, Film und Fernsehen in Serie mit Valentina Pade. Sie spielt Sunny, damals schon bei GZSZ und jetzt auch in der neuen Serie, die heißt wie ihre Rolle, nämlich Sunny. Was ist das für ein Gefühl, als Sunny zurück zu sein, Valentina? Dass ich meine eigene Serie bekommen habe, ist natürlich wow. Also als ich das gehört habe, konnte ich es erst gar nicht glauben. Auf einmal hatte ich dann die Drehbücher vor mir, hatte ein Gespräch mit dem Produzenten Manuel Meinberg und auf einmal bin ich dann auch schon eingezogen und wir haben zum Drehen angefangen. Das war schon ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. Ich bin wahnsinnig stolz. Es war eine krasse Herausforderung. Natürlich hat man auch so ein bisschen Angst und auch so ein bisschen Druck, wird alles gut, weil man steht natürlich auch zu 100% hinter der Serie und auch für die Serie. Dann trägt sie natürlich auch noch meinen Rollennamen Sunny. Ja, also ich bin immer noch überwältigt und freue mich jetzt einfach, dass es rausgeht, dass sich die Zuschauer das angucken können, was wir da die letzten 3 Monate gedreht haben von morgens bis abends. Da steckt auf jeden Fall viel Leidenschaft dahinter. Und auch viel, was vielleicht ganz spannend werden könnte. Du sagst, ihr wollt provozieren, ihr wollt über Grenzen gehen. Was bedeutet das ganz konkret? Also ich kenne ja den kompletten Inhalt der Bücher natürlich und es passieren schon spannende Dinge. Vor allem halt auch Sachen, die unzensiert sind. Unzensiert im Sinne von, die Kamera schwenkt dann nicht aus dem Bild raus, sondern sie hält halt drauf. Ob das jetzt ein Mord ist, ob das jetzt Sex ist, ob das jetzt ein Drogenrausch ist, ob das eine Vergewaltigung ist, das sprechen wir alles an, weil uns auch wichtig ist zu zeigen, solche Dinge passieren auch im echten Leben. Und das meine ich mit unzensiert und auch provokativ, weil viele werden auch geschockt sein natürlich. Aber ich glaube, wir haben es besser daraus gemacht und wir möchten natürlich, dass alle darüber reden. Wow, also was du da so alles aufzählst, da möchte man Sunny im echten Leben ja nicht sein. Aber erklär doch mal vielleicht für alle, die GZSZ damals nicht gesehen haben, die Sunny verpasst haben, wer ist das? Wie tickt Sunny? Ja, also Sunny von GZSZ ist ja die Süße, die Architektur studiert hat. Das hat sie nicht ganz zu Ende gebracht. Jetzt ist sie eingestiegen beim Taschenlabel von ihrer Freundin Emily und ist aber irgendwie so unzufrieden, weil sie halt irgendwie noch nie selber was gemacht hat. Und deshalb hat sie was gesucht, was ihr Spaß macht. Das ist die Fotografie, hat sich bei der Masterclass beworben. Und am Anfang ist es auf jeden Fall schon so die Sunny, die man so kennt. Aber im Laufe der Serie macht sie natürlich auch eine Entwicklung durch und auch eine krasse Entwicklung, wird auch mit Sachen konfrontiert, die sie eben nicht erwartet hat und die sie vielleicht auch lieber hinter sich gelassen hätte. Die Frage ist natürlich wieder, was ist in jener Nacht passiert? Es ist eine wahnsinnig exzessive Nacht, Drogen wurden genommen, Filmriss. Dann geht es eben darum, aufzudecken, was passiert ist. Und ja, Sunny muss sich halt auch der Vergangenheit nochmal stellen. Also sie hatte eine Drogenvergangenheit, hat auch ein Menschenleben auf dem Gewissen und es kommt natürlich alles wieder hoch und es macht was mit ihr. Und ich würde schon sagen, dass sie nicht mehr die Sunny ist, die man so von GZSZ kennt. Also da ist auf jeden Fall ein Wandel auch passiert. Sagt Valentina Pade. Sie spielt die Sunny in GZSZ und vielleicht hat auch noch was anderes bei euch geklingelt, denn sie war auch, ihr habt es bestimmt erraten, im Cast von Fuck You Goethe. Als Sunny aber kriegt sie jetzt ihre eigene Serie und die seht ihr ab sofort bei TV Now und bei RTL.